Ja, grüß euch, hier ist der Max. Heute ist der 14. April 2018 und ich habe da den Karl heute getroffen. Karl ist ein langjähriger Kollege von mir. Ich glaube, wir kennen uns 45 Jahre. Ja, und wir werden da heute ein bisschen da bei Korneuburg herumpaddeln. Schauen wir mal, wo uns da die Kanäle und die verschiedenen Gewässer hinführen. So, das ist die Donau da natürlich, das wollte ich eigentlich auch noch sagen. Die hat da natürlich eine ganz schöne Strömung, das sind ca. 6 Stundenkilometer. Jetzt da werden wir mal schauen, ob ich da überhaupt stromaufwärts paddeln kann, weil wir wollen an und für sich da den Korneuburger Arm da mal reinfahren. Naja, also unsere historischen Militärschiffe liegen hier festgemacht. Ich bin froh, dass es noch so Vereine gibt, die sich also um diese Schiffe da annehmen. Früher sind die also in der Kuchelau gelegen. Da habe ich in meiner Jugendzeit natürlich ganz gern zugeschaut, wie da exerziert worden ist in der Marinekaserne Tegetthoff in der Kuchelau. Ja, da haben wir Teile der alten Schiffswerft Korneuburg. Ja, da sind natürlich auch wunderbare Schiffe gebaut worden. Und das letzte, was hier gebaut wurde und vom Stapel gelaufen ist, das ist das Schulschiff, das also da jetzt unterhalb von der Floridsdorfer Brücke an der Donau liegt. So, jetzt sind wir eigentlich da fast am Ende von diesem Werftkanal da. So, wir wenden jetzt und fahren da also den Werftkanal da wieder hinaus und werden uns dann da rechts hinaufhalten, die Donau. Karl macht einen Paddelkurs mit mir. Ist gar nicht so schlecht, weil der kennt sich ganz gut aus. Auf geht's! Das ist jetzt da die Brücke des Radweges, der da von Passau nach Wien führt. Und wir sind jetzt da praktisch oberhalb der Werft. Grüß euch! Ein bisschen auf, ein Stück da, 3, 4. So, die Umsetzerei ist erledigt. Der Karl natürlich mit seinem schnittigen Boot. Er stellt ja da richtige Rekorde auf, richtige Au-Rekorde sozusagen. Ja, was ganz interessant ist, ist nämlich, dass da überall solche Eisenstangen da reingeschlagen sind und einige waren ziemlich spitz, sind natürlich genau in unsere Fortrichtung da hochgestanden. Also wenn der Wasserspiegel noch um ungefähr 10 bis 15 cm höher ist, dann siehst du diese Hindernisse nimmer mehr und ja, das Kubi ist aufgeschlitzt. Und wahrscheinlich das Feststoffboot vom Karl auch, wenn er da ein bisschen schneller dran ist. Ja, also wir sind bei der nächsten Wehr da angelangt und müssen jetzt da schauen, dass wir da das auch wieder umtragen. Es dürfte da etwas leichter sein als wie zuerst bei dem ersten Wehr. Dann suchen wir sich da mal eine geeignete Anlandestelle.
So, wir sind an der richtigen Stelle. Erste Lab. Kurl, Brust. Die Labstation. Also wir haben da gerade überlegt, ob wir da eben durchfahren würden. Also wir würden das nicht machen, da schon gar nicht. Dieses Signal zeigt ja eindeutig an, dass da eigentlich die Durchfahrt sehr gefährlich ist. Aber nachdem ja wir da stromaufwärts unterwegs sind, stellt sich ja eh sowieso diese Frage nicht. Und ja, wir werden jetzt da die Boote wieder da ins Wasser bringen und dann werden wir da weiter stromaufwärts fahren. Also eigentlich versperrt uns dieser Baum da jetzt da gerade unsere Weiterfahrt. Ein Stückchen weiter vorn haben wir das gleiche noch einmal. Da möchte ich eigentlich nicht übernachten, wenn ich mir da die Spuren von den Wildschweinen anschaue. Ja, der Karl hat es geschafft. Schau, ob ich das mit meinem Scooby auch schaffe. Übrigens, wenn du dann durch bist, schau mal gerade aus. Da geht's ziemlich oben. Ja. Naja, ich glaube, wir werden das umtragen. Also da waren wir nicht wirklich drüber kommen. So, jetzt sind wir da bei dieser Gabelung. Könnt euch das alles dann anschauen auf dem GPS-Track, den ich da auch hochladen tue. Und ich kann nur sagen, was reden die Leute von Wildwasser 3 bis 4, wenn die von Auwasser 1 bis 2 noch überhaupt keine Ahnung kommen. Ne? Jedenfalls schaut es ganz gut aus da. Das Wasser ist da frei. Im Moment noch halt. Das kann sich schnell ändern, wie wir gesehen haben. Und wir paddeln da jetzt einmal Richtung Kraftwerk Greifenstein, das ja dann hinter dem Damm liegt. So, das ist eigentlich das letzte Wehr, das wir da jetzt erreichen. Ja, von hier sind wir gekommen. Da ist also diese Wehranlage. Und jetzt schauen wir, wo wir da wieder einsetzen können. Ja, wir haben da jetzt eine Einstiegsstelle gefunden. Wir werden da jetzt einbooten wieder und dann noch diese Richtung weiter paddeln. Wir müssen da noch circa einen guten Kilometer. Dann haben wir es geschafft. So, wir sind jetzt da schon ziemlich in der Nähe vom Kraftwerk Greifenstein. Bei linker Hand habe ich gerade also die Burg Greifenstein gesehen. Der Flusslauf da jetzt da von diesem Gießgang oder Grumpenwasser, glaube ich, heißt es da an der Stelle. Der verläuft da wieder jetzt da Richtung Norden da hinauf. Ist ja ziemlich nieder da.
Hast du vielleicht gleich die Birne auch an? Ja, also ich muss das auch nicht unbedingt ausprobieren. Setzen wir da noch einmal ein in dieses Wasser. Es handelt sich, glaube ich, jetzt da wirklich um dieses sogenannte Krumpenwasser. Allerdings befinden wir uns jetzt hier, ja, vielleicht so 100 oder 200 Meter eigentlich von der Donau entfernt, die da in diese Richtung eben da zu suchen ist. Da würde eigentlich dieser Gießgang oder Krumpenwasser oder wie es auch immer heißt, ich muss dann wirklich einmal nachschauen, ich werde ich das dann einblenden, da weiter verlaufen. Das heißt also, von dort oben kommt es jetzt, das Wasser, und wir werden aber da den Weg entlang gehen und werden schauen, dass wir in die So, wir sind in der Donau, unterhalb vom Kraftwerk Greifenstein, vis-à-vis von der Burg Greifenstein. Da drüben auch der Liegeplatz der Freunde der historischen Schiffe, die wir auch schon besucht haben. Ja, und jetzt geht es stromabwärts. Auf geht's, Karl! Hinüberschauen. Da ist also der Einlauf eben da vom Durchstich, der also da fast beim mein Haus eben da vorbeiführt. Ja, den werde ich auch irgendwann einmal fahren, aber linker Hand das kalorische Kraftwerk Korneuburg, dann die Speicher, die man da nicht unschwer erkennen kann, in etwa auf der Höhe der Rollfähre Korneuburg, Klosterneuburg. Auch am linken Donauufer verläuft der Radweg von Passau über Wien nach Budapest. Und dort dahinter in den Stockerauer Donauauen, ja, da sind wir herumgefahren heute, und es war eigentlich also ein recht schöner Paddeltag für mich. Ja, sehr schön, wir sind jetzt auf der Höhe da von Kritzendorf, vom Strombad Kritzendorf. Auch ein recht schönes Platzl. Wir warten auch einige Lokale auf, wenn sie geöffnet haben, kriegt man sogar was, aber das ist nicht so sicher, wie das letzte Mal da mit dem Vorarl war, war noch alles geschlossen. Karl ist auf einmal weggepaddelt mit einem Höllentempo. Ich habe so das Gefühl, der hat es einen Durst gekriegt und der wird da jetzt anlanden, hier beim Strombad Kritzendorf. So, wir sind jetzt um 17.40 Uhr mit unseren Spritzertrinken fertig geworden und dann nehmen wir jetzt den Kurs da auf Korneuburg. Korneuburg hat uns wieder. Wir sind beim Bootshaus vom Karl wieder eingetroffen und haben einen wunderschönen Tag verbracht. Na, passt, gell? Wunderbar war es. Mission completed.